Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und damit zu einem neuen Neuzugänge-Video, Haul, wie auch immer. Es sind im September ganze 13 Bücher bei mir eingezogen und ja, es hat ein bisschen wieder eskaliert, aber das ist okay, denn ein paar der Bücher habe ich sogar auch schon gelesen. Und ja, bevor wir jetzt lange um den heißen Brei herumreden, zeige ich euch ganz kurz die Bücher. Und fangen wir einfach an mit einem Buch, das ich auch bereits gelesen habe, nämlich When We Fall von Anne Petzold. Das ist der zweite Band der Next-Reihe und dieses Buch ist so unglaublich schön gewesen. Also im ersten Band geht es um Ella und Jaehyung. Ella lebt in Chicago und Jaehyung ist Mitglied in einer K-Pop-Boy-Group, also so BTS-mäßig angehaucht. Und auf jeden Fall lernen sich die beiden kennen und es entwickeln sich auch ganz zarte Bande. Und der erste Band hat mit einem super fiesen Cliffhanger geendet. Und auch bei diesem Buch, ja, da geht es eigentlich auch nur, ja, wie ging es eigentlich weiter nach dem ersten Band mit den beiden? Es kommt auch noch ein dritter Band. Ich glaube, der kommt kurz vor Weihnachten, also irgendwie sowas Mitte Dezember, sowas in dem Dreh rum. Und ich bin super gespannt auch auf den dritten Band. Hier werdet ihr auf jeden Fall noch meine ausführliche Meinung dann im Lesemonat Oktober hören. Genau. Buch Nummer 2, das bei mir einziehen durfte, ist Sturmhöhe von Emily Bronchier. Ich glaube, das Buch dürfte auch eigentlich so ziemlich jedem ein Begriff sein. Ich habe es mir hier in dieser wunderschönen Ausgabe, wenn es fokussiert, dann, ja, in dieser wunderschönen Ausgabe vom Reklamverlag geholt. Die kosten, glaube ich, auch nur 10 Euro. Habe ich auch angefangen zu lesen und dann habe ich aber gemerkt, dass einfach mein Kopf aktuell so dermaßen voll ist mit Examensvorbereitungen und sowas, dass ich mich darauf gar nicht konzentrieren konnte. Habe es jetzt erstmal pausiert. Ich habe es aber auch schon vor 8 oder 9 Jahren schon mal gelesen und fand es eigentlich relativ gut, auch ja, wenn die Geschichte etwas gewöhnungsbedürftig ist und auf jeden Fall wird das auch noch hoffentlich dann bald beendet. Das dritte Buch ist ein Buch, das ja so aus dieser LGBTQ Plus Community, wie auch immer, kommt, und zwar When Katie Met Cassidy von Camille Perry aus dem Bold Verlag. Das habe ich mir auch selber gekauft. Und hier geht es um Katie, die als erfolgreiche Anwältin in New York lebt. Und ja, abends trifft sie dann in einem Nachtclub und in einer Bar auf Cassidy Price, die ihr Leben so ein bisschen auf den Kopf stellt und ja, ungeahnte Gefühle weckt. Auf jeden Fall hat mich das Buch einfach super angesprochen. Es ist auch gar nicht so dick. Ich glaube, es hat auch nur so roundabout 270 Seiten. Und ich bin super gespannt darauf, wie dieses Buch wird. Es ist auf jeden Fall etwas, was ich wahrscheinlich ja, relativ schnell in einem Nachmittag oder in einem Abend dann runtergesuchtet haben werde. Auch das nächste Buch habe ich bereits gelesen. Es ist ein Rezensionsexemplar und ich freue mich sehr, dass ich dieses Buch schon lesen konnte. Ich werde auch hier noch mal ein bisschen näher auf in meinem Lesemonat Oktober drauf eingehen, wenn der dann Anfang November kommt. Und zwar ist es The Dreams We Had von Anna McQueen. Das ist ihr zweites Buch und ich mochte Band 1, Don't Let Me Drown, schon wahnsinnig gerne. Aber dieses Buch ist einfach, ja, unglaublich gut. Hier geht es um Jamie, die aus ihrem etwas stressigeren Alltag in London ja einfach eine Auszeit braucht. Es sind ein paar Dinge in ihrem Leben passiert, ja, die einfach für sie Folgen hatten. Und ja, ihre beste Freundin hat zufälligerweise Verwandte in den schottischen Highlands. Und dann macht sich Jamie auf den Weg dorthin, macht einen Zwischenstopp in Edinburgh, trifft dort auf Liam, verbringt mit ihm eine heiße Nacht und ja, auf jeden Fall haut sie dann ab und trifft den lieben Liam dann wieder bei der Familie ihrer besten Freundin und findet heraus, dass Liam ihr Cousin ist. Auf jeden Fall kann ich euch das Buch bis jetzt nur empfehlen. Ich werde auch noch mal näher drauf eingehen, wenn ich es noch mal im Lesemonat euch in die Kamera halte. Ist aber auch echt unglaublich gut gewesen.
Das nächste Buch ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar und zwar It Was Always Love von Nicola Hotel aus dem KISS Verlag. Hier geht es um Aubrey und Noah. Noah kennt, man lernt die beiden schon in It Was Always You kennen und es, jeder, der mich ja auf Instagram ein bisschen verfolgt, weiß, wie sehr ich It Was Always You geliebt habe und bei diesem Buch absolute Liebe. Ich habe mich in Noah auch ein Stück weit verliebt und hier geht es einfach um Aubrey und Noah, wie ich es schon gesagt hatte. Und Aubrey flüchtet so ein bisschen aus New York zu Ivy, also zu ihrer besten Freundin und möchte einfach vergessen, weil da war so eine Party, auf der ist ein bisschen was passiert und ja, ganz unschöne Geschichte. Sie kommt sich, also beziehungsweise sie trifft dann auch auf Noah und ja, es bahnt sich da auch ein bisschen was an. Also es ist ein New Adult Roman, bei dem man, glaube ich, auch weiß, was am, also wie es ausgeht sozusagen, aber der Weg halt dahin und ich habe mich super auf dieses Buch gefreut, bin noch nicht enttäuscht worden, werde euch da aber wie gesagt auch noch mal ein bisschen was berichten. Dann noch mal ein Buch, das ich euch schon im Lesemonat September vorgestellt habe, ist Silver Crown von Julie Johnson gewesen aus dem Lux Verlag. Und dieses Buch war wirklich unglaublich gut. Hier geht es um Emilia Lancaster, die ja die illegitime Tochter des Königs ist und beziehungsweise eigentlich des Prinzen, der dann plötzlich zum König wird. Und ja, sie möchte halt diese Rolle nicht annehmen. Sie kommt dann trotzdem eher sozusagen ins Königshaus und ja, diese ganzen Intrigen und Verschwörungen und weiß der Geier was und ja, es ist eine Geschichte, wo man erstmal denkt so, plötzlich Prinzessin, aber ganz im Gegenteil, das ist einfach eine etwas düstere Version von plötzlich Prinzessin und wer hier wirklich eine zuckersüße Geschichte erwartet, ist auf jeden Fall ja, fehl am Platz, denn da ist einfach, da steckt so viel mehr dahinter und ich habe es wirklich sehr gemocht. Genau, dann habe ich ein Gedichte-Lyrik-Prosa-Band noch zugeschickt bekommen, und zwar Herzschreiberei von Bridget Mary Catherine. Können wir einmal kurz festhalten, wie schön dieses Cover ist? Ich bin ja eh ein absoluter Dahlien-Fan und dieses Cover ist einfach, ich lieb's. Hier geht es auf jeden Fall so ein bisschen einfach um Gedanken, es sind Gedichte drin, es sind lyrische Aspekte drin. Da ist auch ein bisschen was zur mentalen Gesundheit mit dabei. Ich habe es auch schon angefangen, bin aber noch nicht sonderlich weit. Gerade mal auf Seite 27. Man sollte eigentlich meinen, dass man es schnell durch hat, aber ich genieße dieses Buch gerade wirklich sehr und freue mich da auch drauf, das dann auch bald zu beenden. Dann durfte Ende September noch einen Tag vorm Release Hiding Hurricanes von Tammy Fischer bei mir einziehen. Hier mochte ich Burning Bridges und Sinking Ships schon relativ gerne und ich bin super gespannt auf Lennys und Creeds Geschichte, denn hier geht es um die beiden. Lenny ist Nachtclub-Tänzerin, aber sie ist so ein bisschen inkognito, also niemand weiß, wer sie eigentlich ist. Sie hat auch da so ein alter Ego, Daisy. Und ja, Creed ist irgendwann mal in diesem Nachtclub und trifft dort auf Daisy, aka Lenny, und verliebt sich halt in sie. Und Lenny ist da so ein bisschen, shit. Weil, ja, das, die beiden sind halt auch noch beste Freunde und Lenny hegt schon etwas länger Gefühle für ihn. Also ich bin super gespannt auf die Geschichte und was Tammy Fischer da wieder gezaubert hat. Aber, ja, ich bin halt auch hier wieder total ins Cover verliebt und super gespannt. Dann habe ich noch von einer Freundin City of Elements zugeschickt bekommen. Das ist der erste Band. Auch hier habe ich euch, glaube ich, schon die Folgebände vorgestellt, wenn ich mir die Neuerscheinungsvideos angeguckt habe. Beziehungsweise die Vorerscheinungs- oder Neuerscheinungsvideos gedreht habe. Und ja, hier geht es um Kia und um diese Stadt Tesseract, die ist in vier Teile aufgeteilt, die strikt nach den Elementen unterteilt ist und Kia wird entführt
beziehungsweise wird dorthin entführt. Und ja, ihr Leben ist halt in Gefahr, weil sie halt, Trägerin zweier unterschiedlicher Elemententräger ist. Und sie hat da auch noch so eine Art Beschützer, der halt so auf sie aufpassen soll. Es ist auf jeden Fall ein super Abenteuer. Es ist, glaube ich, so in Richtung Romantasy, Jugendbuch. Ich bin super gespannt darauf. Eine Freundin von mir hat es gelesen und war begeistert. Und ich bin es jetzt natürlich auch. Ebenfalls von derselben Freundin, die hat mir dann gleich mal ein kleines Päckchen gemacht, ist noch Save Me From The Night von Kira Mohn aus dem KISS Verlag eingezogen. Auch ein Buch, das schon relativ lange auf meiner Wunschliste stand. Und ja, jetzt ist es da. Und hier geht es um Serna, die in einem Leuchtturm lebt. Ich habe mich gar nicht so krass damit beschäftigt. Das ist auch schon echt lange auf der Wunschliste gewesen. Genau, aber es spielt in Irland, geht um Serna und es ist auch wieder so eine Liebesgeschichte. Eine Freundin von mir hat die komplette Reihe gelesen, hat sie geliebt, weil es einfach eine ruhige Atmosphäre ist. Einfach auch mit dem Setting in Irland und ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt und werde euch da auf dem Laufenden halten. So, und nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss, habe ich jetzt noch drei Bücher, die für mich, auf die ich sehnsüchtig gewartet habe, dass sie auf Deutsch erscheinen. Und zwar ist es einmal Chain of Gold von Cassandra Clare. Das ist der erste Band der Chain of Gold Reihe oder The Last Hours ist, glaube ich, der Untertitel. Genau. Und hier geht es um Cordelia Carstairs. Das ist auch so ein bisschen wieder historisch angehaucht, spielt nach den Ereignissen von der Clockwork-Reihe, also es ist Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess. Und ich freue mich einfach riesig darauf. Ich habe es auch schon angefangen und bin einfach wieder total into it, weil es einfach so, so schön ist, einfach mal wieder was von Cassandra Clare zu lesen. Und sie verzaubert mich einfach wieder aufs Neue. Und Cordelia Carstairs plant auf jeden Fall eine Zukunft als Dämonenjägerin und das ist halt zu dieser Zeit nicht wirklich angesehen, das machen eigentlich nur die Männer, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es kommen dann auf jeden Fall Dämonen und überrennen die Stadt und Cordelia muss halt so ein bisschen erfahren, was der wahre Preis fürs Heldentum ist. Wenn ich jetzt ein bisschen vom Klappentext abgespickelt habe. Aber ich bin super gespannt auf das Buch und möchte es auch auf jeden Fall so bald wie möglich beenden, weil es halt einfach auch echt ein super, super, ich glaube, so sieht man es besser, super dicker Wälzer ist. Freue mich aber sehr darauf, weil ich liebe solche dicken Bücher, auch wenn ich für die immer ewig brauche. Und eigentlich meine Komfortzone aktuell bei maximal 500 Seiten liegt, aber für das Buch lohnt es sich auf jeden Fall. Ein zweites Highlight ist dann Crescent City, das ich sogar noch eingeschweißt gelassen habe, weil ich diesen wunderschönen Buchschnitt schützen wollte. Ich glaube, Crescent City hat man Anfang des Jahres auf vielen amerikanischen oder englischsprachigen BookTube-Kanälen gesehen, als es da erschienen ist. Und jetzt ist es auch endlich auf Deutsch draußen und ich freue mich sehr, weil es ist neben Chain of Gold das schönste Buch in meinem Regal und ich freue mich so, dass ich es habe. Hier geht es auf jeden Fall um die junge Bryce, die sowohl Mensch als auch Fae ist, also von beidem die Hälfte. Und sie lebt halt in Crescent City. Das hört sich so erstmal ein bisschen an wie Sin City, so eine kleine Anspielung würde ich fast behaupten. Und auf jeden Fall ist sie tagsüber als Magierin tätig und abends und nachts feiert sie halt. Und auf jeden Fall bin ich super gespannt auf dieses Buch. Ich habe sehr durchmischte Meinungen gehört. Manche fanden es genial, manche fanden es jetzt nicht so gut. Ich kann mir jetzt einfach meine eigene Meinung bilden und bin natürlich entsprechend sehr gespannt darauf. Und das letzte Buch ist ein Buch, von dem man, glaube ich, lange erwartet hatte, dass es nicht erscheint. Ich hatte mich auch mal in einem Neuerscheinungsvideo, ich glaube, das war das Neuerscheinungen August. Ich guck mal, dass ich es euch verlinke.
mich darüber geäußert, dass ich das etwas teuer fand, aber es ist eingezogen, weil ich es in einem Gewinnspiel gewonnen hatte. Und zwar ist das Bis zur Mitternachtsstunde von Stephenie Meyer. Das ist im Grunde der erste Band von Twilight aus Edwards Sicht. Mit ein bisschen mehr Hintergrundinfos würde ich mal fast behaupten. Auf jeden Fall ist das auch sehr viel dicker als ja, die ganzen Twilight-Bände. Also mal gucken, wann ich das alles geschafft bekomme. Aber ich freue mich sehr darauf, ja, mal in Edwards Kopf reinzuschauen. Ich finde ja so Geschichten aus der Sicht eines anderen Protagonisten nochmal richtig, richtig spannend. Und ja, hoffe, dass mich das Buch nicht enttäuscht. Genau. Auf jeden Fall, das waren sie, die 13 Bücher, die im September eingezogen sind. Ich hoffe, da war vielleicht auch das ein oder andere Buch dabei, das ihr vielleicht auch schon habt oder haben möchtet. Schreibt es mir gerade mal unten in die Kommentare rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein, ja, wunderschönes Wochenende. Wir haben heute Freitag, also werdet ihr hoffentlich ein schönes Wochenende gehabt haben, wenn ihr das Video seht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.